Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich. Und zwar schminke ich mich mit der BH Cosmetics Color Festival Palette. Das ist diese schöne Schätzchen hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine Base habe ich gemacht, meine Augenbrauen sind ein bisschen dunkel geworden, weil mein Augenbrauenstift in meinem Schminkaufbewahrungsvieh auf dem Tisch steht und die Sonne reinknallt, die kommt nämlich von da. Ich habe herausgefunden, dass ich ein weißes Rollo habe. Das haben wir da reingebaut. Das heißt, die knallt jetzt nicht so volle Suppe. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass die Rollläden komplett runter sind und ihr nur im künstlichen Licht das Ganze seht. Deswegen hoffe ich, dass die Lichtverhältnisse hier auch einigermaßen okay sind für euch. Die Kerzen bleiben aus, denn es ist viel zu warm dafür hier in diesem Raum. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie sich das Ganze verhält. Ich möchte einen sehr bunten Look schminken. Plan ist wirklich so einen frühlingshaften Look. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. In meinem Kopf ist er schon vorhanden. Auf den Augen muss er erstmal drauf kommen. Wenn ihr euch irgendwas aus dem Video nachkaufen möchtet, dann bitte geht nicht in die Läden oder sowas, sondern, ja, es hört sich jetzt doof an, aber zu der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, besser, sich das online zu bestellen, denn Stay at Home ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Kiste hier bei uns aktuell und das möchte ich einfach in diesem Video kurz am Anfang nochmal als kleinen Disclaimer mitgeben. Jetzt hole ich dich erstmal ein bisschen näher ran, damit du dir das Ganze auch aus der Nähe angucken kannst, oder? Die Palette besteht aus diesen wunderschönen Tönen, die hauptsächlich Schimmertöne sind. Ich finde die wundervoll. Es sind 20 sehr kunterbunte Farben, womit du sowohl helle als auch dunkle Looks, wenig alltagstaugliche Looks, aber sehr schöne Looks mitschminken kannst. Hoffe ich, denn es ist heute das erste Mal, dass ich sie austeste. Meine Lidschattenbase muss ich mit einem Gesichtspuder setten, weil du in dieser Palette echt keinen einzigen Ton hast, der in irgendeiner Art und Weise Neutralität ausstrahlt und den man dafür verwenden könnte. Und hier haben wir einmal die kompletten Swatches von der Palette. In der Palette haben wir einen Spiegel drin, was ich sehr cool finde, weil man dadurch keinen separaten Spiegel benötigt, sondern den einfach verwenden kann, um sich zu schminken. Und jetzt gehe ich als allererstes mit so einem abgeschrägten Pinsel, das ist jetzt einer von Essence aus irgendeiner Limited Edition, in die Farbe Chic rein, klopfe ab und setze mir den erstmal hier so hin, um meine Lidfalte vorzubereiten. Denn ich habe ja ein Schlupflid und möchte trotzdem meine Lidfalte so ein bisschen optisch anheben. Und auch wenn wir nachher bunt werden, möchte ich irgendwas in meiner Lidfalte drin haben, was quasi eine Basis gibt, was so ein bisschen das Ganze vorbereitet. Weil wenn ich da gleich mit einem Lila, einem Pink oder sonst irgendwas reingehe, brauche ich ja irgendetwas, was quasi meine Haut mit dem verbindet, was dann quasi da drüber kommt. Das Ganze muss jetzt nicht großartig ja, ausgeblendet sein oder schick aussehen. Also da werden wir nachher... Schick heißt übrigens die Farbe, geil, oder? Ja, da werden wir nämlich nachher noch mit anderen Farben das Ganze ausblenden, intensivieren und so weiter. Das ist jetzt einfach erstmal so eine Basisgeschichte, um halt weitere Farben drauf aufbauen zu können. Mit einem festgebundenen Pinsel, da habe ich hier einen von Boutique aus diesem Pinselset, gehe ich in die Farbe Sequence. Das ist so ein, ja, richtig schöner, dunkler Magenta-Ton. Dippe rein, habe das hier auf dem Pinsel. Ich klopfe das erst vorsichtig ab und dann platziere ich mir den hier außen und blende ihn in die Lidfalte rein. Also im Prinzip in die künstliche Lidfalte und bilde mir hier so ein V. Ich ziehe die auch hier vorne noch mit rein, weil ich nachher eine Cut Crease ziehen werde. Also nicht erschrecken. Und dadurch, dass wir hier schon eine Farbe drunter gegeben haben, lässt das Ganze sich auch schön verblenden. Und das hat echt eine krasse Leuchtkraft. Wow! Die ist heftig, die Farbe, die ist schön. Ich musste die zwar ordentlich aufbauen, aber es ist einfach eine schöne Farbe, die einfach da ist. Um das Ganze jetzt nach oben hin etwas auszusoften, nehme ich mir einen halb festgebundenen Blendepinsel, das ist jetzt aus dem Ducare Pinselset, und gehe hier in diesen Orangeton Experience, klopfe ordentlich ab und gehe dann so am braunen Bogen entlang, um die Kanten weicher zu kriegen. Wenn das Ganze jetzt relativ soft nach oben hin verblendet ist und man halbwegs zufrieden ist, ja, kann man sich eine Cut Crease ziehen und das werde ich jetzt tun. Dafür nehme ich mir einfach so einen festgebundenen Pinsel, habe dann hier einen Concealer, der schön deckend ist von Essence, Stay All Day 16 Hours Long Lasting Concealer, das ist dieser hier, habe ich hier in der Farbe 10 Natural Beige. Da gebe ich mir was auf meine Hand und mache das drauf.
Und warum mache ich mir heute eine Cut Crease? Weil ich da einfach Bock drauf habe. In meinen Innenwinkel gebe ich mir die Farbe Banger. Das ist dieses schimmernde Rosa. Dann tupfe ich die so auf. Ui, die schon sieht aber Gold. Ich gehe damit nicht allzu weit, weil Hauptakteur soll das Grün gleich sein. Ui, die ist schön. Mit Gold hätte ich jetzt in dem Farbton nicht hundertprozentig gerechnet, wenn man das so in der Palette sieht. Aber es passt auf jeden Fall. Nachdem ich den Pinsel jetzt etwas sauber gemacht habe, nehmen wir uns hier die Farbe Electronic vor, dieses schöne Grün. Auch das hat, glaube ich, goldene Schimmerpigmente drin. Wird gut vom Pinsel aufgenommen. Das kommt auf das bewegliche Lid. Und zwar hauptsächlich. Es geht mit dem Pinsel. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es damit auch so gut funktioniert. Wow. Oh, ich mag Grün. Ich mag Grün. Außen lassen wir ein bisschen Platz. Und hier vermischen wir tatsächlich auch das eigentlich Gold mittlerweile. Also ich hätte gedacht, das wäre rosa gewesen, aber gut. Das Gold und das Grün geht auch klar. Boah, ich stehe drauf. Inspiriert wurde dieser Look übrigens von der lieben Moldavid, die liebe Nadine. Die hat nämlich einen ähnlichen Look geschminkt gestern in einem Video, was ich gesehen habe. Und da, oh, ich mir gedacht, ja, bitte. Ich verlinke euch auch mal den Kanal von ihr. Entweder hier im i, wenn ich dran denke, oder in der Infobox. Ich hatte so Bock auf Grün. Und da hier oben drüber lila, pink, wie auch immer. So ein richtig schöner, bunter Look. Hier oben habe ich ein bisschen gepatzt. Da gehe ich dann wieder in das Sequins ganz vorsichtig rein. Um hier die Lidfalte wieder reinzumachen. Da bin ich mit dem grünen Glitzer etwas zu hoch gekommen. Ich möchte ja nicht, dass es hier auf meinem Auge dann in einer ganz falschen Farbe kommt. Oh, ich glaube, das kommt gleich auch gut, ne? Wenn ich das hier oben wieder intensiviere. Ja, ich, feier das. Make-up ist Kunst, Leute. Habt Spaß. Habt einfach Spaß mit sowas. Außen gebe ich mir jetzt was Schönes Dunkles hin, um eben dieses Grün mit dem Rosa zu vermischen. Eigentlich hätte ich gerne ein Lila. Ich glaube, das Queen, dieses hier, das ist so ein Schimmerton, der kommt dem Ganzen irgendwie am nächsten. Ja, dann gehe ich da auch wieder mit meinem Pinsel von gerade rein und setze mir das hier hin. Gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich ist die Base schon wieder zu trocken. Oder die Farbe ist zu schwach. Nee, die ist da. Also da ist Farbe, aber die ist heller. Viel, viel heller als im Pfändchen. Viel, viel, viel heller. Okay, die Farbe finde ich jetzt nicht so schön. Ich hätte mir jetzt lieber was Dunkles hier außen gewünscht. Jetzt gehe ich mal mit... Ja, komm. Nehme ich wieder diesen Blendepinsel, wo ich eben das Rosa auch aufgetragen habe. Den mache ich jetzt ein bisschen sauber. Und versuche einfach die Farbe VIP damit aufzugeben. Die nehme ich jetzt extra hier nur mit diesem Blendepinsel auf, weil ich die nur ganz vorsichtig aufgeben möchte. Ganz, ganz vorsichtig, um das hier noch ein bisschen dunkler zu kriegen. Das tupfe ich auch nur so ganz vorsichtig, kriege dadurch enorm viel Fallout natürlich, aber das ist klar, wenn man halt so eine krümelige Farbe nimmt mit so einem fluffigen Blendepinsel, dass es dann krümelt. Das ist verständlich, aber abklopfen macht jetzt keinen Sinn, weil ich will ja der Farbe hin transportieren. Da kommt schon so richtig wenig auf den Pinsel, dass man das machen muss. Dann nehme ich Fallout aber auch einfach mal in Kauf. Das blende ich auch so ein bisschen nach oben. Blenden ist gut, tupfe. Ich tupfe das nach oben. Ui, das sieht aber gut aus, wenn man, also da sieht es besser aus. Ja, irgendwie schon. Noch alles irgendwie hübscher gemacht werden, aber es funktioniert. So, dann mache ich den Pinsel wieder sauber. Fallout wird gleich weggemacht, keine Sorge. Und gehe wieder in die Farbe Sequins rein. Das ist ja dieser Ton von meiner Lidfalte. Den klopfe ich aber ab. Dann starte ich hier ganz vorsichtig und ziehe den so nach außen, damit er sich mit dem Lila auch verbindet. Auch wieder mit diesem Blendepinsel. So, dann nehme ich mir mal eben Pinsel, um das Fallout wegzuwischen.
Oh, ich feiere das. Ich feiere das wirklich. Jetzt brauche ich noch einen ordentlichen Wimpernkranz. Unteren Wimpernkranz. Da würde ich jetzt am liebsten tatsächlich ein Blau nehmen. Jo. Dann nehme ich jetzt hier so einen Smudger-Pinsel und gehe in die Farbe Denim. Das ist auch so ein richtig schönes, schimmerndes, satiniertes Blau. Da muss man ordentlich Farbe aufnehmen, ein bisschen abklopfen und dann an den unteren Wimpernkranz geben. Das passt schon zusammen, ne? Natürlich auch nach oben hin so ein bisschen ausblenden, dass das Lila dann auch mit dem Blau in eins übergeht. Was eine Farbexplosion. Ich hätte gerne einmal alle Farben, die es gibt, auf meinen Augen. So, jetzt haben wir hier noch so einen ganz schönen hellen Ton. Das ist Disco. Den gebe ich mir in meinen inneren hier Augenwinkel. Dafür nehme ich so einen ganz, ganz feinen Pinsel. Der ist aber da. Und den gebe ich hier auch noch unter meine Augenbraue. Denn auch die möchte optisch etwas angehoben werden. Hammermäßig, oder? Ja. Jetzt ist die Frau vollkommen durchgeknallt. Ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner, mache mir Mascara drauf und ich denke auch noch ein bisschen was auf die Lippen. Da darf vielleicht mal Nude oder einfach nur ein Gloss drüber. Und dann gucken wir uns mal den Look in Gänze an. Also so gefällt es mir schon mal ganz gut. Man könnte natürlich, wenn man ganz wild ist, jetzt noch so einen Glitter-Eyeliner nehmen und hier so einen Strich ziehen oder so zum Beispiel. Aber das steht mir nicht unbedingt. Ne? Das ist... Ich habe da schon so wenig Platz, da muss ich nicht auch noch da einen Eyeliner mit oben reinmachen. Aber das ist schon richtig Paradiesvogel. Einmal in den Farbtopf fallen und Spaß dabei haben. Und so sieht dann der fertige Look mit dem Feind Eyeliner aus und der Perversion Mascara von Urban Decay. Genau, jo. Der Eyeliner musste etwas kämpfen, aber er hat es am Ende dann doch hingekriegt. Den Wing habe ich ein bisschen, ja... Wenn ich die Augen zu habe und die Augenbrauen hochziehe, sieht es gut aus. Aber wenn ich locker lasse, habe ich es dann doch etwas nicht so schön gemacht. Ja, und jetzt kommt die Sonne halt ganz extrem raus. Aber ich denke, dass es ein schöner, frühlingshafter Look ist, den man einfach mal so ein bisschen unter dem Motto Make-up ist Kunst laufen lassen kann und wo man einfach seine Freude dran haben darf. Ich werde jetzt die Degusta-Box unboxen. Deswegen ist dieser bunte Look dann auch wenigstens noch irgendwo in einem Video mit zu sehen. Abgesehen von diesem hier. Okay, ja, das war's dann auch von mir und ich kann gar nicht aufhören, meinen Look selber anzuschauen, weil ich das doch irgendwie ziemlich cool finde. Ich denke, dass ich das auch gleich nochmal auf Instagram posten werde, also diese Farbkonstellation, denn so ein bisschen Farbe ins Leben, ich weiß nicht, warum ich klatsche, ist doch aktuell gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleib gesund, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Jetzt wird es aber hier ganz schön dunkel, ne? Ja, mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!